Warum du ohne Content-Strategie im Marketing sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wirst. Ganz einfach. Ohne Content-Strategie ist ganz schwer, Marketing zu machen, weil du eigentlich nie weißt, was du gerade sagen sollst. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du schon am Beginn ganz klar formulierst, welche Ziele will ich mit dem Marketing überhaupt erreichen, weil dann kannst du abstecken, welche Maßnahmen du setzen musst und welchen Content du brauchen wirst. Am besten ist, wenn du Personas definierst, die durch Customer Journey schickst, und dann die Fragen der Personas daraus ableitest, dann hast du ganz klar formuliert, welchen Content du überhaupt brauchst. Was damit gleich hineinspielt ist, du musst natürlich die Bedürfnisse deiner Kunden kennen. Und deswegen ist diese Customer Journey so wichtig, weil sich die Bedürfnisse im Verlauf der Customer Journey ändern können. Was ist übrigens die Customer Journey? Google einfach nach, es gibt andere Videos von mir, die das sehr gut erklären. Das ist einfach die Reise, die deine Kunden durchmachen von dem Moment, wo sie merken, sie haben ein Problem, bis dahin, wo sie wirklich bei dir kaufen und noch einen Schritt weiter, wo du sie zu Stammkunden machst. Und die Bedürfnisse, die Informationsbedürfnisse ändern sich in dieser Customer Journey. Am Anfang einer Customer Journey will ich nur grundsätzliche Informationen haben. Wenn ich zum Kauf hingehe, will ich auch wissen, wer bist du, der es mir verkauft, warum solltest du es mir verkaufen. Hat dann oft gar nicht mehr so viel mit den produktspezifischen Funktionen zu tun. Das nächste ist, du musst natürlich Botschaften verwenden in deinem Content Marketing, die auch wirklich zu deiner Marke passen. Also wenn du zum Beispiel Sportprodukte verkaufst, dann muss das auch irgendwie dazu passen. Wenn du Lifestyle-Produkte verkaufst, musst du das vielleicht ganz anders formulieren. Ganz wichtig. Und du musst auch hingehen und ganz am Anfang einmal schauen, welche Inhalte haben wir denn schon? Was haben wir schon an Inhalten? Was haben wir an Blogbeiträgen? Was gibt es schon als Facebook-Beitrag? Was gibt es schon als LinkedIn-Beitrag? Was davon können wir einfach so wiederverwenden? Oder was davon müssen wir nur kurz überarbeiten und können es dann wiederverwenden? Oder was zum Beispiel, aus welchem Blogbeitrag, könnten wir ein E-Book machen? So ganz wichtig, eine Inhaltsanalyse von deinen bestehenden Contents. Damit kannst du dir manchmal sehr, sehr viel Zeit ersparen. Und ganz wichtig, du musst immer laufend deine Ziele messen. Content Marketing funktioniert, aber nur wenn du deine Ziele misst. Sonst wirst du nämlich am Ende drauf kommen, dass du viel Geld und viel Aufwand betrieben hast, aber nichts erreicht hast. Wenn du nicht zwischendurch immer wieder siehst, gehe ich in die richtige Richtung. Aber wichtig ist, noch einmal zurück dahin, du musst unbedingt auf die Customer Journey achten, sonst wirst du nämlich auch sehr schnell enttäuscht sein, weil du dir sofort Ergebnisse erwartest. Und so funktioniert es leider auch nicht. Wenn du Fragen dazu hast, ruf uns einfach an, schick uns ein E-Mail. Wir erklären dir gerne, wie diese Customer Journey funktioniert. Wir zeigen dir gern, wie du deine Inhalte darauf abstimmen kannst. Melde dich einfach bei uns.